Sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zu Kuhn TV. Der hat ein neues Video hochgeladen mit dem Thema Roos ekelhafte Lügen in der Twizy-Thematik Kuhn Talks 914. Er hat ja eigentlich gesagt, dass er sich nicht mehr über die ganze Beef-Thematik da äußern möchte. Jetzt anscheinend doch nochmal. Bin ich natürlich gespannt, was hier an der Stelle so abgeht. Let's go. Jo, Freunde der Schlägereien. Ich weiß, ich habe in meinem letzten Cake News das hier gesagt. Und hier ganz kurz Ja, das ist auch direkt hier. Talk, wenn du mit solchen Karten spielst, dann herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Ich werde ab jetzt nicht mehr über Roos oder Synergy oder sonst irgendwann berichten. Ich werde die auch nicht mehr fronten oder sonst irgendwas. Ich bin auf jeden Fall komplett gegen Gewalt und ich habe keine Lust, vor allem als Familienvater, auch zum Schutz von meinem Sohn da irgendwie mit reingezogen zu werden. Allerdings versucht sich... Ist halt wirklich geil, dass auch jetzt hier die Goldene tatsächlich hängt hier, ne? Ja, schon... Ist schon ein nicer Flex hier an der Stelle, ne? Kuhn TV, offiziell auch Goldartist hier mit der goldenen von Bushido an der Wand. Roos derzeit super schlecht rauszureden. Dazu habe ich exklusives Videomaterial, was seine Lügen beweist. Und Twizy geht es momentan halt wirklich sehr schlecht mit dieser Situation. Seitdem verlässt er kaum noch das Haus. Ihm geht es... Hoffe, das bleibt das letzte Mal. Ich finde, diesen Leuten sollte man null Aufmerksamkeit mehr schenken. Also ich werde natürlich, wenn es in dieser Twizy-Angriffsnummer neue Erkenntnisse gibt, hier darüber reden. Ne? Und ich glaube... Darum geht es hier auch, aber ich bin natürlich nicht daran interessiert, hier Beef mit irgendwelchen Leuten auf Lebzeit zu haben, vor allen Dingen, wenn man sich da sowieso nur noch im Kreis dreht, ja, ist ja auch etwas, was ich in meiner Neujahrsansprache vorhin, das hast du glaube ich verpasst, Arizona, nochmal als Vorsatz mir genommen habe. Was da mit Twizy passiert ist, ging gar nicht und natürlich ist Twizy mein Freund und deswegen wird das hier auch gecovert, ne? Das ist ja wohl, glaube ich, klar wie Kloßbrühe. Ist auch körperlich einfach momentan überhaupt nicht gut und er weiß auch nicht, dass ich dieses Video hier mache, aber hier muss ich einfach mal meinen Freund verteidigen. Twizy hat nämlich unter anderem einen Riss im Schulterblatt und musste während Weihnachten auch extra nochmal ins Krankenhaus fahren, weil es ihm wie gesagt nicht gut gegangen ist. Aber was ist überhaupt passiert? Mitte Dezember gab es eine Veranstaltung von Top Tier Takeover, wo Cassius Clay einen No-Name-Rapper komplett zerstört hat. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott. Da wird er wieder ausrasten hier, ne? Da wird er wieder ausrasten. Ich habe schon gesehen, vorhin auf Twitter, der ist schon wieder rotiert wegen irgendwas. Da ist wohl wieder irgendein Ausschnitt, wo er auch im Bild ist und er wurde da zensiert. Roos war ebenfalls dort und schon im Backstage ist er komplett ausgerastet. Auslöser hierfür soll wohl gewesen sein, dass Twizy irgendwie den Zeigefinger gehoben hat. Roos selber hat das Ganze dann anschließend... Aber auch so ein bisschen so gemuckt hat anscheinend, ja, so im Sinne von, ey, komm her, wenn du was willst, so in der Art, ne? In einem Stream so hier zusammengefasst. Ich schwöre bei Gott, dass ich mich... Das ist das, was ich auf Twitter gesehen habe hier. Hier ist er... Das ist so gut, weil man doch weiß, wie ihn das triggert, ja. Ihn stört das sehr, wenn er die Aufmerksamkeit nicht bekommt, die er denkt, die ihm schon jahrelang zusteht, ne? Und Kuhn TV macht sich natürlich hier einen sichtlichen Spaß daraus und zensiert ihn einfach... Breitläufig hier. Jeder, dieser Backstage war voll. Ich hab den so angeschrien, er war so. Und dann hat er auch die ganze... Also ich kann gar nicht Worte wiedergeben. Immer nur so. Es ist wirklich in dem Moment, wirklich, er sah aus, als ob er noch einen Meter kleiner geworden ist. Also guck mal, wenn ich jemanden so zusammenschreien kann, dass der das aufgibt. Meinst du, ich hol 7 Leute, die sollen ihn schlagen? Okay, Twizy soll also kleinlaut gewesen sein und dadurch quasi aufgegeben haben. Naja, wir können uns ja die Stelle einfach mal angucken und dann sehen wir mal, wie kleinlaut Twizy denn gewesen ist. Der Roos ist behindert, ich will ihn nicht schlagen. Hast du das nicht gesagt? Soll ich die Sprache noch nicht rausholen? Mach du Hundesohn, dann schlag mich doch jetzt! Digga, was willst du? Warum du Hundesohn? Twizy geht's. Also, das ist Roos anscheinend, ne? Ja, logischerweise. Sein Stimmeinsatz auf jeden Fall deutlich anders als seine normale Stimme hier, ne? Sehen wir mal, wie kleinlaut Twizy. Er hört sich ungewohnt an, auf jeden Fall, ne? Ein schreiender Roos hört sich so komisch an, ja. Wie denn gewesen ist? Der Roos ist behindert, ich will ihn nicht schlagen! Hast du das nicht gesagt? Soll ich die Sprache noch nicht rausholen? Mach du Hundesohn, dann schlag mich doch jetzt! Digga, was willst du? Warum du Hundesohn? Twizy geht so. Aber also. Er hat ja gesagt, dass Twizy kein Wort rausbekommen hat, ne? So im übertragenen Sinne, ja. Man braucht ihn da jetzt natürlich nicht festnageln. Gerade auch, weil der Stream halt am nächsten Tag war, ja, direkt nach dem Anschlag halt, ne? Aber klingt da jetzt nicht so, als ob da Twizy komplett wortlos auf den Boden geschaut hat, ja, vor Ehrfurcht erstarrt ist oder sonst sowas, ja. Roos klingt so, als würde er fast weinen. Ja, klingt auf jeden Fall so, als ob das so emotionales Schreien ist, ne? Auf jeden Fall, ist auf jeden Fall aufgewühlt. Und wir machen das natürlich... Hier auch wie bei dem Plointer-Video, versuche so möglichst objektiv zu sein, hier nicht unnötig auf irgendwen raufzudreschen verbal oder auch hier nicht zu krass Partei zu ergreifen, obwohl natürlich, wie gesagt, Twizy mein Freund ist. Wir versuchen natürlich hier bei den Fakten zu bleiben und sind hier komplett emotionslos an der Stelle. Sogar einen Schritt auf ihn zu und hat ganz normal geantwortet. Er hat doch gesagt, ja mach doch zu der Sprache.
Ja, stimmt, der ist auch so einen Schritt nach vorne gegangen eigentlich, Twizy, also im Sinne von, ja, keine Ahnung. Das ist, wie gesagt, sah für mich jetzt auch nicht so aus, als ob der da jetzt hier komplett Schockstarre hatte, weil er dann eine Ansage bekommen hat oder sowas. Nachricht, also er ist der Diskussion ja überhaupt nicht aus dem Weg gegangen. Du hast ihn noch einfach Hundesohn genannt, obwohl du spätestens seit dem Live-Talk von uns beiden weißt, dass seine Mutter gestorben ist. Also auch hier wieder extrem cooler Move von dir. Ich meine, Twizy ist ein erwachsener Mann. Auch wenn ich Roos nicht mag, aber er hatte auch kein schönes Jahr, vor allem wegen seinem Bruder. Ja, Nusret, absolut, ne? Und natürlich habe ich auch Empathie und das tut mir auch leid, ja, dass da irgendwie, keine Ahnung, Verwandte da gedoxt wurden oder der wahrscheinlich auch wirklich tausende Hassnachrichten bekommen hat und so weiter. Wir müssen dieses Thema auch gar nicht nochmal aufrollen. Was ich nur dazu sagen kann, ist, dass es sicherlich kein Problem gewesen wäre, beziehungsweise keinen großen Aufschrei in der Deutschrap-Szene gegeben hätte, wenn, keine Ahnung, entweder Roos oder Sinan Twizy auf dieser Veranstaltung oder nach dieser Veranstaltung konfrontiert hätten. Ja, einer von beiden so zu dem hingehen und sagt, ey, wie redest du in deinem Song da über mich? Wie beleidigst du mich da? Und bla bla bla. Und dem da vielleicht sogar eine Backpfeife gegeben hätten. Ich glaube, da hätte keiner gesagt, boah, was? Das geht ja gar nicht. Oder sowas, ja. Aber wir reden hier nicht von einer Backpfeife. Wir wissen natürlich nicht, wer es war, aber irgendwer hat hier inszeniert, dass Twizy von fünf bis sieben Menschen hinterrücks angegriffen wurde. Ne? Wo er dann jetzt, wie gesagt, nochmal im Krankenhaus war, weil er da irgendwelche bleibenden Schäden hat, die noch nicht ganz auskuriert wurden anscheinend. Ja. Backpfeife wäre trotzdem nicht richtig. Es wäre aber verständlich. Ne? Guck mal, es ist emotional, es ist ein harter Diss-Track und Worte verletzen auch, Digga. Wenn du härtegradtechnisch so abgehst, wie das Twizy gemacht hat auf dem Diss-Track gegen Roos, muss man natürlich auch damit rechnen, dass es zu einer Konfrontation kommt. Ja. Aber eine Konfrontation bedeutet nicht, dass man hinterrücks einem mit mehreren maskierten Leuten auflauert und den sich dann in Mehrzahl schnappt und den da versucht zu opfern. Weißt du, was ich meine? Ja. Sondern eine Konfrontation suchen bedeutet für mich, siehst jemanden Auge um Auge und gehst auf den zu und zeigst somit, ey, ich suche jetzt hier die Konfrontation. Das ist für mich Konfrontation suchen, so wie ich das kenne. Mann, warum sollte er davor die Angst haben? Das macht gar keinen Sinn. Und ich meine, alleine im Backstage so auszurasten, ist halt schon den Veranstaltern gegenüber, die dich da einfach eingeladen haben, wirklich extrem respektlos. Nur mal so nebenbei. Das Event selber verlief dann komplett ohne Komplikation. Allerdings ist Twizy dann später mit zwei Kollegen zu seinem Auto gegangen und draußen hat Roos gewartet, mit dem Handy an der Hand, hat auf Twizy gezeigt und plötzlich sind sieben vermummte Leute auf ihn zugelaufen und haben ihn halt angefangen zu schlagen. Twizy hatte halt wirklich Glück, denn Panzer und auch später Jigoflow, der Kameramann von Top Tier Takeover, waren dort am Start und haben direkt eingegriffen und konnten so Schlimmeres verhindern. Denn sieben Leute auf einen, wo einer dann übrigens auch ein Messer hatte, das hätte halt wirklich tödlich enden können. Als das Ganze dann rausgekommen ist, hat Roos sich natürlich direkt in die Opferrolle gestellt und hat versucht, das Ganze umzudrehen. Und zwar hat er in einer Instagram-Story das hier gesagt. Ich bekomme sehr viele Nachrichten, deswegen ganz kurz nur, mir geht's gut, es ist alles gut, es ist nicht viel, es ist nicht viel. Das war sehr verwirrend, ja, also habe ich auch nicht verstanden. Keine Ahnung. Viel passiert, Gott sei Dank. Es war auf jeden Fall ein Hinterhalt. Die haben versucht, mich zu ficken. Die haben mich auflaufen lassen. Ich bin da hingegangen. Eigentlich war vorher, gab es ein paar Abmachungen, dass man damit es halt friedlich bleibt. Aber gut. Kennt man ja, die haben mich ja schon mal damit gelinkt. Mann, da hat Roos ja wirklich Glück, dass er dem Hinterhalt von Twizy damit entkommen ist, dass zufällig sieben vermummte Leute auf Twizy draußen gewartet haben, die dann auf ihn draufgegangen sind. Mensch, Zufälle gibt's. Das Dumme ist halt auch, dass... Ich verstehe das nicht. Ich verstehe diesen... Ich glaube, das war eine Impulsreaktion, dass er diese Story da gemacht hat. Weil er da gesehen hat, dass, glaube ich, Bushido und Twizy dann damals zu der Zeit, so glaube ich unmittelbar davor... eine Story gepostet haben und dann davon dem Angriff erzählt haben und wahrscheinlich dann bei Roos auch die ersten DMs reingescheppert sind im Sinne von, hä, was ist da los, Alter? Und er hat wahrscheinlich gedacht, okay, das wäre ein kluger Move zu sagen, ey, nee, ich wurde ja angegriffen und nicht die Gegenpartei, ne? Dass Roosie Baby auch dieses Thema komplett ausschlachtet und eigentlich auch ein Schuldeingeständnis gepostet hat. Und zwar hat er im Stream das hier gesagt. Ich habe mich wahrscheinlich ein bisschen zu viel darüber gefreut, dass die auf die Fresse kriegen, beziehungsweise dass es losgeht und dass es wild wird. Und ich habe meine Chance ein bisschen gewittert. Du hast dich also gefreut, dass es losgeht und deine Chance gewittert. Aber ich denke, du solltest in einen Hinterhalt gelockt werden. Also worauf hast du dich dann bitte gefreut? Diese Aussage macht gar keinen Sinn, Bro. Roos ist dann halt auch, mutig wie er ist, als letzte Person ebenfalls irgendwann auf Twizy draufgegangen und er selber fasst das Ganze im Livestream dann so hier zusammen. Ja, komm, mach mal irgendwas an. Lass doch. Oh, da hat man den anderen da kurz gesehen hier. Bruder.
Nächstes Mal komplette Bild zensieren. Und nur um auf Nummer sicher zu gehen. Lass doch reden. Wir können doch reden. So, er hat versucht, dich quasi kampfunfähig zu machen. Ja. Auch hier sind wieder einige Ungereimtheiten. Warum sollte Twizzy denn deine Arme unten halten, wenn du gar nicht mit draufgehauen hast? Ich meine, das ist doch offensichtlich eine Abwehrreaktion und kein Angriff. Sonst hätte er dich in der Situation ja auch hauen können. Außerdem hat er nicht gesagt... Ja, weiß ich jetzt nicht. Den Punkt finde ich ein bisschen schwach, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich meine... Du hast gerade irgendwie von anderen Leuten Gewalt wurde dir angetan, dann gehst du da zu dem Nächsten, der da vielleicht auch dir irgendwas entgegenschreit oder sowas und hältst die Arme einfach schon mal proaktiv unten, weil du nicht auch noch von dem irgendwie geohrfeigt werden möchtest oder sowas. Ja, es kann sein, Digga. Und wie gesagt, also hier von rationalem Verhalten zu sprechen, ist sowieso Quatsch. Lass uns doch reden. Sondern laut Twizzys Aussage hat er gesagt, Roos, ich schlage dich nicht, es reicht doch jetzt langsam. Diese Aussage von Twizzy haben auch einige Leute bestätigt. Ebenfalls hat ein Journalist von der FAZ auf Twitter gepostet, dass dieser bei der... Das habe ich überhaupt nicht verstanden, ja, weil das ist auch etwas, worauf sich dann hier zum Beispiel dieser zensierte No-Name-Rapper hier auch so gestützt hat, ja, im Sinne von, ha, guck mal da, die Polizei, die hat doch gesagt, da ist gar kein Messer dabei, es gibt nirgendwo ein öffentliches Statement von der Polizei. Es hat keine Ahnung, was das hier für einer ist. Sebastian Eder hat das irgendwie gepostet, ein Screenshot von irgendwas, was weiß ich, was das ist, sieht aus wie eine DM. Und angeblich ist das von der Pressestelle der Kölner Polizei zu dem Vorfall. Ne? Der Polizei nachgefragt hat und dass gar kein Messer im Spiel gewesen sein soll und es auch nur leichte Verletzungen gegeben hat. Das alleine kann schon mal überhaupt nicht stimmen, denn neben dem blauen Auge, das Twizzy hat, hatte er auch eine leichte Gehirnerschütterung. Und die Polizei würde bei so einem Fall niemals sagen, dass es nur leichte Verletzungen gegeben hat, denn das ist faktisch gesehen einfach gar nicht der Fall. Laut Angaben der Polizei haben diese dazu gar keine Information rausgegeben und es gibt auch keinen Online-Polizeibericht von diesem Fall. Dazu hat Jigo, der Kameramann von Top Tier Takeover, ebenfalls ein Statement zu der Situation mit dem Messer abgegeben und der hat das hier gesagt. Wie gesagt, ich bin rausgegangen, bin dann reingesprungen in diese Traube dort. Die Maskierten haben dann die Flucht ergriffen. Danke für die Werbung. Ich bin noch so ein bisschen hinterher, hab die noch beleidigt und... Sogar mein Sub-Alert jetzt hier in einem Grund-TV-Video, ja? Dann sind die auch schon abgezogen. Einer hat Messer... Selbst der Kameramann von Top Tier Takeover hat bestätigt, dass dort ein Messer involviert gewesen ist. Ich weiß, Roos, Twizzy lügt natürlich die... Ja, natürlich werden wir uns hier um keine Nebenkriegsschauplätze mehr kümmern. Das ist ja völlig klar. Ja, aber trotzdem werden wir diesen Fall hier weiterhin verfolgen. Das ist klar. Ja, weil was da abging, ist unter aller Sau. Und da bin ich natürlich auch daran interessiert, dass es dort zur lückenlosen Aufklärung kommt und wir da natürlich auch mitbekommen werden, wer hinter dem Ganzen steckt hier. Ganze Zeit, aber lügt auch der Kameramann von Top Tier Takeover, von der Veranstaltung, wo du eingeladen worden bist? Das kannst du uns ja gerne mal erklären. Was bei dem Post von diesem Journalisten aber am komischsten ist, Roos folgt ihm und er folgt Roos. Also das ist ein Bekannter dann oder was von Roos? Oder was will er hiermit suggerieren? So, als ob das irgendwie eine abgesprochene Aktion ist, um dem Ganzen irgendwie den Wind aus den Segeln zu nehmen, damit man das Ganze dann weniger schlimm hinstellt. Also der ist die Quelle. Ansonsten gab es überhaupt kein öffentliches Statement, ne? Es gab keinerlei öffentliches Statement, nur von diesem Sebastian Eder irgend so ein Screenshot. Und darauf berufen die sich alle und sagen, ja, guck mal hier, der ist ja mit dem Messer ist ja gar nichts gewesen, ne? War wahrscheinlich eine andere Schlägerei. Köln ist groß, Digga. Crazy. ...stellen kann. Kann natürlich auch nur ein komischer Zufall sein, dass da offensichtlich gelogen worden ist. Dazu hat Mock, ein Rapper-Kollege von Roos, auch einfach Twizzy während Weihnachten indirekt bedroht. Und das Lustige hier ist, am Anfang hieß er bei WhatsApp sogar noch Mock, weil er vergessen hat, das Ganze zu ändern. Einen Tag später hieß er dann plötzlich Twizzys Vater. Was auch wieder sehr ehrenhaft ist, denn die Leute wissen, dass Twizzys Vater gestorben ist. Also hier auch mal wieder Respekt an euch. Mock hat nämlich eine der Büroadressen von Twizzy herausgefunden und hat ihm halt die Adresse geschickt. Die Nachricht hat er natürlich schnell wieder gelöscht, aber durch den Verlauf, den ihr hier sehen könnt, kann man sich ja halt schon denken, dass Mock die Adresse wirklich gepostet hatte. Anschließend hatte Mock noch geschrieben, dass er sich darüber freuen würde, wenn man diese Sache einfach aus der Welt schaffen könnte. Und das ist ziemlich komisch, denn wenn Mock nicht von Roos vorgeschickt worden ist, welche Sache meint er dann eigentlich? Denn weder ich noch... Eine andere Schlägerei, die Adresse ist nicht mal in der Nähe von dem Veranstaltungsort. Naja, dann macht's auch Sinn, ja. Dann macht's auch Sinn, dass er... Ist vielleicht dann wirklich legit, ne? Diese Nachricht, die er da gezeigt hat, ja. Aber es ging da nicht um die Veranstaltung.
So einfach. Twizzy haben irgendwas mit Mock zu tun. Das heißt, es kann nur um die Roos-Sache gehen. Das heißt, Roos wird auch hier involviert sein wahrscheinlich. Klingt so, als hätte da jemand ein bisschen Angst, Roos. Denn bei einem Angriff mit 7 Leuten, wo ein Messer involviert ist, da kommt man normalerweise nicht um eine Gefängnisstrafe drumrum. Und du bist kein Zeuge, du bist Beschuldigter. Eventuell sogar Hauptbeschuldigter. Aber die Post solltest du ja bald bekommen, keine Sorge. Okay, krass. Was kann ich also abschließend dazu sagen? Roos geht es gut. Er sollte zwar in einen Hinterhalt gelockt werden, aber hat natürlich seine Chance gewittert und sich darauf gefreut, dass es endlich losgeht. Und es ist natürlich auch kein Messer im Spiel gewesen, obwohl alle Zeugen unabhängig voneinander das Ganze bestätigen können. Alleine das Backstage-Video zeigt halt schon, dass du hier einfach rumlügst. Denn Twizzy hat ganz normal mit dir gesprochen, während du komplett ausgerastet bist. Und wenn es dir so wichtig ist, dass du dich mit Twizzy gerne schlagen würdest, warum forderst du ihn dann nicht einfach zu einem fairen Boxkampf heraus? Dann klärt ihr das von mir aus im Ring, wenn das für euch beide in Ordnung ist, anstatt solche hinterhältigen Aktionen durchzuziehen. Ich meine, dann siehst du ja auch mal, wie klein Lord Twizzy ist. Anstatt dich die ganze Zeit so schlecht rauszureden, sag doch einfach gar nichts dazu. Korrekt, wie Kuhn sich für seine Homie stark macht, ist halt auch nicht selbstverständlich. Ja, safe. Absolut, ne? Ist auf jeden Fall eine loyale Freundschaft, kann man hier davon schon sprechen, logischerweise. Und auch, ich muss euch natürlich sagen, dass es für mich natürlich stets im Weg, diesen Nebenkriegsschauplätzen Vorsatz, ja, diese Thematik hier, aber ich glaube, euch sollte klar sein, dass ich auch diesen Fall hier weiterhin verfolgen werde und thematisieren werde, weil es natürlich in meinem höchsten Interesse ist, dass das aufgeklärt wird, was hier für eine asoziale, ekelhafte, hinterhältige Aktion abgezogen wurde, ja, und wodurch natürlich vor allen Dingen Twizzy und Panzer in Mitleidenschaft gezogen wurden, ne? Da bleiben wir auf jeden Fall weiterhin dran. Wir warten einfach den Prozess ab und dann haben wir alle Klarheit. Wie gesagt, sprechen momentan alle Zeugenaussagen gegen dich. Und ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, noch ein Video über dich zu machen, aber diese Lügen und diese Verdrehung geht einfach gar nicht. Ich bin halt immer noch... Lukratives Thema hat es ja auch erst gepostet, als das Video grün war. Ja, also sorry, also ich finde das vollkommen legitim, dass es erst gepostet wird, wenn es grün ist, weil du würdest da wahrscheinlich auch für deine Arbeit bezahlt werden, oder? Weiß ja nicht, wie du das siehst, aber wenn er ein gelbes Video hochlädt, erstmal kriegt er da nur Centbeträge anstatt seinen üblichen CPM. Und zweitens ist es so, dass auf einem gelben Video YouTube keine Werbung schalten kann und deswegen natürlich auch dein Video weniger anzeigt, weil warum soll es dein Video irgendwo anzeigen, wenn es keine Werbung drauf schalten kann? Ja, ist ja immer noch ein gewinnorientiertes Unternehmen, YouTube. Dadurch, dass dein Video weniger angezeigt wird, wird es natürlich auch schlechter performen. Somit schallerst du raus aus deinem Algorithmus und hast dann damit zu kämpfen, dass deine Videos allgemein auch deinen Abonnenten nicht mehr vorgeschlagen werden. Also da ist ein riesiger Rattenschwanz dahinter, das ist nicht einfach nur Geldgeierheit oder sowas. Ich hätte das auch nicht released, wenn es gelb wäre. Ich bin auch Familienvater und habe keine Lust, in so ein unsportliches Verhalten mit reingezogen zu werden. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Okay, thanks, bye. Ja, das Shirt habe ich nicht. Das Shirt habe ich schon gesehen, Herr Stukadova. Da habe ich jetzt extra nichts zugesagt. Aus Gründen. Ja, Mann, ey, auf jeden Fall krasses Update. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall auch mal hier diesen kurzen Ausschnitt zu sehen. Wo war es denn hier? Ja, wo man dann auch mal was hört. Ist jetzt die Frage, ist das alles, was die haben? Oder ist das einfach nur so ein Ausschnitt, der so häppchenweise erstmal released wurde? Um mal zu schauen, okay, was werden die anderen jetzt sagen? Werden die sich noch weiterhin irgendwie in irgendwelchen Lügen verstricken? Da bleibt man auf jeden Fall weiterhin dran. Wie gesagt, ich wünsche mir einfach nur, dass hier ein bisschen Ruhe einkehrt und es hier nicht zu weiteren Geschmacklosigkeiten und Entgleisungen kommt. Ja, aber natürlich desto trotz hier dieser Fall lückenlos aufgeklärt wird und die Verantwortlichen hier natürlich zur Rechenschaft gezogen werden. Wir bleiben weiter dran. Like it in, man. Grüße gehen raus an Kuchen. Twizzy natürlich weiterhin. Gute Besserung. Und that's it.